Es ist erstaunlich, wie präsent immer noch meine aktive Zeit in den Herzen und Köpfen vieler Menschen ist. Also sind der Sport und seine mit ihm verbundenen Emotionen doch nicht so ganz ohne Bedeutung. Erika Zuchold. Erika Zuchold, nach Pflicht und Kür Erste. Das Schwierigste überhaupt bis jetzt. Und zum Stand. Erika Zuchold war für mich eine wunderbare Turnerin mit sehr viel Kreativität und künstlerischem Ausdruck und auch ein sehr guter Mensch. Erika, die hat als erster den Flickflack auf dem Schwebebalken ausgeführt. Und Erika hat auch die Synthese zwischen akrobatischen Elementen und zwischen gymnastischer Ausführung sehr gut hinbekommen. Ja, wir waren immer Konkurrentinnen. Wenn wir zusammen turnten bei Meisterschaften innerhalb der DDR, dann waren wir entweder auf Platz 1 oder 2 im Wechsel meistens. Die Mannschaftsleitung war genial in ihrer Entscheidung, dass Erika und ich in einem Zimmer waren. Und zwar über viele Wochen in Trainingslagern. Zwei auch ehrgeizige Turnerinnen, die gegeneinander gekämpft haben. Jede wollte sozusagen Erste werden. Und indem wir in einem Zimmer wohnten, hat sich das alles relativiert. Das heißt, wir sind dadurch auch uns persönlich näher gekommen. Und ich fand das einfach sehr gut, dass wir dann im Wettkampf sozusagen uns irgendwo als Wettkämpferin gegenüberstanden, aber auf der anderen Seite uns persönlich irgendwie nahe waren. Wir hatten beide die große Möglichkeit, 1969 bei der Gymnastrade in Basel in der Schweiz teilzunehmen. Ich war damals erst 17 Jahre alt und wir hatten keinen Trainer, keinen Funktionär, niemanden mit. Und das war fantastisch. Wir konnten sozusagen ein Eigenleben führen. Erika hat auch damals noch Verwandten besucht und das war nun zu DDR-Zeiten überhaupt nicht beliebt, dass man im westlichen Ausland einen Verwandten besucht hat. Aber wir haben das Leben genossen, es war ganz toll und sind natürlich auch wieder heil nach Hause gekommen. No. Erika hat ja sich künstlerisch betätigt, dann hat sie auch Stepptanz gemacht und gesungen und vor allem gemalt dann später. Ich war mal bei ihr zu Hause, habe ihre schönen Bilder gesehen. Ja, sie hat versucht, ihr Leben mit viel künstlerischem Inhalt zu erfüllen. Vielleicht gehen wir noch zu dem hier, denn das hat ja nur wirklich mit dem Sport zu tun. Ja, also hier habe ich nur eine Knieverletzung gehabt und habe aber trotzdem weiter trainiert. Und das sollte man wahrscheinlich nicht tun, denn dadurch habe ich Angst bekommen, Angstkomplexe. Ja, und dann ist das rausgeworden. Aber also gar kein Pferd, sondern ein Untier, was ausschlägt. Und ich bin dann irgendwie über das Pferd gestolpert. Aber du hast geflogen. Die Angst künstlerisch verarbeitet und dadurch ist sie weg jetzt, die Angst. Jeden Tag was Tolles machen, singen, tanzen, mit uns lachen. Ich denke, dass Erika in der Turngeschichte ganz besonders in guter Erinnerung bleiben wird. Sie ist ja auch in die International Gymnastics Hall of Fame aufgenommen worden. Das ist schon eine ganz besondere Ehre. Und ich denke, dass gerade Erika diese Ehrung zurechtbekommen hat. Und ja, würde mir auch wünschen, wenn künftig an Erika noch gedacht wird.